Hey na, was geht? Willkommen zurück hier zu Remnant 2. Heute übrigens der erste Tag in meinem Urlaub, wo ich tatsächlich Zeit habe, endlich mal aufzunehmen, Freunde. Das wird den einen oder anderen vielleicht wundern, denn ich habe ja schon seit anderthalb Wochen Urlaub, aber im Urlaub mehr Stress, als während ich arbeiten muss. Ist aber auch egal, ich habe sogar meine Klingel ausgestellt. Ich hoffe, dass nichts Wichtiges passiert im Hintergrund. Und wir wollen jetzt hier mal weitermachen. Wir sind ja hier in der Kanalisation angekommen. Rette sich, wer Kanalisation. Und ich glaube, wir waren hier noch gar nicht irgendwie großartig weitergegangen. Ich bin immer noch der Meinung, dass da irgendwas passiert, wenn man alle killt. Das Game ist so strange, Alter, was das mit meinem Lüfter macht. Mein Lüfter geht immer an. Und dann geht er direkt wieder aus. Egal. Für uns heißt es rein in die Scheiße. Und da war ich nun, gefangen in der Dunkelheit. Nur ich und alle anderen. Genau, hier waren wir ja rumgegangen. Gerade ein bisschen angespannt. Aber eher wegen Munitionsgründen. Nein. Eine Bumstonne. Das ist schon hart spooky hier, oder? Oh, guck mal da oben. Holy shit. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir jetzt auch ein paar Reviews zu dem Game angeschaut. Und die sagen alle genau dasselbe, was ich mir auch schon gedacht habe. Und zwar, dass sie halt einfach die Stärken des ersten Teils ausgebaut haben. Ich dachte, das wäre eine Schlange. Und da draußen richtig fettes Game gebastelt haben. Und wir stehen noch ganz am Anfang, Freunde. Das heißt, hallo? Wir können uns... Wir können uns noch so richtig...
so richtig freuen, Alter, übelst geilen Scheiß zu erleben. Und es sieht ja auch geil aus. Also ich finde wirklich Grafik, da haben sie einiges getan. Mist, letzte Kugel. Okay, da geht's noch weiter. Hört in Ruhe nach. Ja. Habt ihr das gesehen? Dem ist seine Kettensäge auf den Kopf gefallen. Okay, ich würde jetzt erstmal hier lang gehen. Hier ist, so wie es aussieht, ein Weltenstein. Ah, von hier kommen wir raus dann wahrscheinlich. Weil reinkommen wir da nicht. Das ist very schade. Aber halb so wild. Mist. Wahrscheinlich da. Wer bist du denn? Immer ganz ruhig bleiben. Immer völlig relaxed bleiben. Es kann nichts passieren. Gut, außer dass man stirbt. Aber ansonsten bist du völlig safe. Diese ekligen Kackviecher, Alter. Ich habe auch gesehen, wir haben hier einen Ebenen-Power-Level oder wie auch immer wir das nennen wollen, von 3 und unser Power-Level ist 2. Ich habe auch gelesen, primär wird das über die Waffen abgedeckt.
Okay. Ring des Fera-Bauten. Das Verursachen von Nahkampfschaden gewährt 2 Stapel an Bollwerk für 7 Sekunden, nicht stapelbar. Klingt auch nicht wie irgendwas, was wir jetzt großartig machen, aber noch haben wir nicht genügend andere Ringe, dass wir da sagen können, ja, nö. Das will ich nicht. Den einen Ring, den haben wir ja schon nicht angelegt und das war meiner Meinung nach auch genau die richtige Entscheidung. Sieht nicht gut aus. Das sage ich auch immer jeden Morgen, wenn ich aufwache und in den Spiegel gucke. Das sieht nicht gut aus. Okay, aber momentan kommen wir ganz gut durch, Freunde. Ich weiß nicht mehr, gab es so versteckte Wände? Nee, daran kann ich mich zumindest nicht erinnern. Ich hoffe, sowas haben sie auch nicht eingefügt. Ja, wenn es hier noch versteckte Wände gibt, ne, dann bin ich ganz durch. Okay, gehen wir es an. Man vergisst immer, alles kaputt zu hauen, obwohl das echt wichtig ist, Freunde. Bin auch gespannt, wie lange es dauern wird, bis wir das Mädel gefunden haben. Vor allen Dingen, was wir auch immer da machen sollen. Aufpassen! Denn im Grunde genommen ist sie ja viel mächtiger als wir. Wir sind ja nur irgendein Rando. Wir sind ja noch nicht mal der Wanderer. AKA der Dude aus dem ersten Teil. Aua! Bro! Rüstungseffizienz. Ja, da habe ich mich gerade nicht mit Ruhm bekleckert, Alter. Ärgert mich auch ein bisschen. Aber was soll's, man hat mal so eine Tage und mal so eine Tage. Und heute ist halt so ein Tag. Also nicht Sonntag, sondern Sonntag.
Oh, da hinten ist eine weiße Wand. Gab's hier Nebelwände? Ja, ne? Oh shit, ja. Oder merke ich direkt, wie ich angespannt bin? Okay, das ist ein Checkpoint. Okay, ja, da ist eine Nebelwand und direkt daneben ist ein Checkpoint. Alles klar, Freunde. Na, was das wohl bedeuten mag? Ich sag mal so, ich denke, wir sollten die Chancen nutzen. Shit, das ist nur ein Checkpoint. An einem Checkpoint konnten wir nicht in eine andere Welt, ne? Dafür brauchen wir einen Weltenstein. Waffen aufwerten. Nee, wie war das mit den Checkpoints? Wir konnten zur Station zurück? Konnten wir dann auch zum Checkpoint zurück? Ich weiß es nicht mehr. Wir haben auf jeden Fall noch einen Eigenschaftspunkt. Das hier, Munitionsreserven, das steigt ja, wenn wir mit den Revolverhelden hochspielen. Was ich mich wundere, ist, dass auf Vitalität halt gleich zwei Punkte drauf sind. Durch was kommt das? Kommt das durch unsere Klamotten? Man weiß es nicht. Ich würde noch mal einen Punkt auf Vitalität machen. Und dann schauen wir einfach mal hier rein. Okay. Cool. Scheiße.
Okay. Ja, das ist dezent nervig, der Kampf. Aber wir kriegen es hin, Freunde. Davon kann ich nichts mehr sagen. Bro. Komm schon. Bro, man hat ihm gar nichts getroffen. Es ist kein Platz mehr. Meine Tasche ist voll. Alles cool, Freunde, alles cool. Ich hab alles under control, Alter. Und deswegen, dass ich dieses Ding getötet hab. Ob Clementine hier vorbeigekommen ist? Dann wäre das Ding sicher schon vorher tot gewesen. Und deswegen legt man sich nicht mit mir an. Holy shit! Holy shit, sage ich dazu. Meine Tasche ist voll. Aber es ging. Davon habe ich genug. Das passt nicht mehr rein. Das ging wirklich klar, Alter. Es ist kein Platz mehr. Ich bin komplett voll? So voll wie deine Ma auf dem Oktoberfest? Okay, mal gucken, was haben wir denn bekommen? Wir haben hier so einen Knochensaft, Herstellungsmaterial.
Beim Anfassen des klebrigen Klumpens kribbelt es in deinen Fingern, es tut sogar weh. Von welcher Kreatur es auch immer stammt, etwas von seinem Leben steckt noch darin. Das heißt, wie von welcher... Wir wissen doch, von wem das stammt. Okay, wir machen noch einen Punkt auf Vitalität. Vitalität können wir sowieso immer gebrauchen. Ich sehe keinen Grund, der dafür spricht, dass man Vitalität nicht gebrauchen könnte. Ich kann nichts mehr tragen. Jo, haben wir unseren ersten Boss genickt, Freunde. Easy peasy. Das war ein bisschen unangenehmer Kampf. Aber nichts Unlösbares. Wir haben ihn einfach nicht zu Zuge kommen lassen. Egal wie sehr er versucht hat, sich bei uns einzuschleimen. Immer schön alles kaputt machen, Freunde, ihr wisst. Altmetall. Ne? Super wichtig, um Sachen zu kaufen und Sachen zu verbessern. Ich mag den Sprung. Das macht das Ganze relativ interessant. So Traversing, wie man im Neudeutschen sagt. Ich denke mal, das war aber nur ein ganz kleiner Vorgeschmack auf das, was uns erwarten wird. Ich hoffe bloß, dass jetzt hier so ein richtiger Weltenstein auf uns wartet. Dass wir hier mal wegkommen. Clementine und Verrückte. Hinter dem Eisentor befindet sich ein ummauertes Anwesen. Ah ja, da liegt ja der... Ah, jetzt kommen wir hier hin. Zu Hevdas Uhr und so. Ziemlich geil. Dank dir, Handy. Freunde. Handy sagt, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Handy hat recht. Hinterlass mir auf jeden Fall gern einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Remnant 2. Macht mir sehr viel Spaß. Ich hoffe, euch auch. Dir noch einen schönen Tag. Bye, bye.